Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Dreimal dürft ihr raten, wer gerade erst aufgestanden ist, noch nicht geduscht hat und aussieht wie der letzte Penner. Ach so! Ich, Digga! Ja, tatsächlich, Freunde, tatsächlich. Willkommen hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Vielleicht sehen von euch einige gerade auch aus wie Penner. Nicht, weil ihr Penner seid, sondern vielleicht, weil ihr Ferien habt. Ich glaube, gerade sind Ferien, oder? Also in vielen Bundesländern sind, glaube ich, gerade Ferien. In Schleswig-Holstein sind, glaube ich, noch Ferien diese Woche. Ja, gut, Freunde, wir schauen heute rein bei der neuen Nicht-Lachen-Challenge vom lieben Sascha, Freunde. Ich bin gespannt, versuche nicht zu lachen. Heißt das Ganze. Ich habe die Kamera mal auf Verdacht hier oben hingepackt, jetzt oben links, weil bei der Nicht-Lachen-Challenge hat Sascha seine Cam meistens unten rechts oder unten links. Ich werde mal sehen, vielleicht müssen wir die Cam umstellen. Ich denke aber nicht, Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt, versuche nicht zu lachen. Erstmal Kuss geht raus an Sascha für 2 Millionen Abonnenten und 1 Million Aufrufe in nicht mal 24 Stunden, Freunde. Huch, sag ich da. Huch. Freunde, wir schauen rein. Let's go. Heute nur 24 Stunden zu spät. Ich konnte gestern kein Video hochladen, weil... Heute ruhiger Stream, komm! Heute ruhiger Stream! Heute ruhiger Stream! Ja! Huch. Bevor wir mit dem Video starten, erstmal die aktuellen Verkehrsmeldungen. Breaking News, Buxtehude. Oh nein, oh nein. Egal, was jetzt kommt. Egal, was jetzt kommt. Wir werden jetzt direkt verlieren, glaube ich. Wir werden jetzt direkt verlieren, Leute. Wenn ihr lachen müsst, gebt dem Video Daumen nach oben, danke. Huch. Die Leute, die hier in Buxtehude rumfahren, B73 ist komplett dicht. Ich weiß nicht, ob da ein Unfall war, whatever. Ellerbruch ist dicht und auch bei der Fischtreppe, bei Lidl, beim Mühlenteich, auch da die Straße ist dicht. Kein Durchkommen aktuell Richtung Süd. Der letzte Satz hat's gekillt irgendwie, ich weiß nicht. Der letzte Satz war zu gut, der letzte Satz war mit der Musik zu gut. Mühlenteich, auch da die Straße ist dicht. Kein Durchkommen aktuell Richtung Süd. Und damit zurück ins Studio an Sascha. Danke, Monte. Ich hatte vor kurzem einen 7-Tage-Bann wegen einer Nicht-Lachen-Challenge von YouTube bekommen. Dementsprechend haben Luca und ich uns gedacht, wir drehen heute nicht lachen. Bruder, 300 IQ-Modus aktiviert. Das heißt, Luca war mal wieder unterwegs und hat mir eure Clips zukommen lassen. Die Spielregeln sind wie jede Folge dieselben. Ich schaue mir gleich eure Clips an. Falls ich lachen sollte, habe ich verloren. Falls ihr daheim lachen solltet, Simon, auch du, hast du verloren. Ich würde sagen, ich erst schon Clip, hochgefahren. Let's go. All I wanted was some M&M's and it's cool there. Go on, Ronaldo, bro. Damn. Warum? Cool, man. Go on, Ronaldo, bro. Damn. Damn, boy. Damn, boy, he's thick. Boy, that's a thick-ass boy. Damn. Somebody once told me the world is gone. Ja, okay, ich glaube, Sascha hat's nachhinein verpixelt, weil er nicht nochmal gebannt werden wollte. Huch, einfach mal ein paar Leute umgefahren. Ja, Grüße gehen raus an Luca, falls ihr den letzten Clip gerade verpixelt gesehen habt, liegt es nur daran, dass ich wirklich keine Lust habe auf ein 2-Wochen-Band von dir. Besser ist es, Bruder. Grüße an Luca wirklich, dass du den Clip reingebaut hast. 10 von 10. Ich stopp Risiko. Oh Leute, sowas kann ich doch nicht sehen, Mann. Warum werden immer Schmerzenssachen mit reingemacht? Wer schickt solche Schmerzenssachen rein, wo Leute sich verletzen? Bruder. Auch wenn er auf die Stange knallt, ich kann das nicht sehen, Mann. Ich kann das nicht sehen, glaube ich. Kennt ihr das? Spürt ihr das manchmal selber? Spürt ihr das manchmal selber? Wenn ich sowas sehe, dann kriege ich Schmerzen im Rücken. Yes! Saved, Leute, saved. Saved. Warum? Saved. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Safe, Freunde. Digga, Real Talk, sowas ist nicht lustig. Sowas ist nicht lustig, wenn man... Wer schenkt solche Clips ein? Wer schenkt solche Clips ein? Sowas ist nicht funny. Sowas ist nicht funny. Fernsehen mit der Tagesschau. Was verstehen manche Leute nicht? True, lachen. Ist so. Wer lacht bei sowas? Man erschreckt sich. Safe 700 hat gelacht. Safe 700 hat gelacht in seiner Reaction. Erschrecken heißt gleich nicht lachen. Wenn ich ein Format hätte mit nicht erschrecken, dann wäre das in Ordnung. Wer sendet sowas ein? Du schreist mich an und ich geb dir die Schuld und der Nachbar von oben wird ein... 187.
Der Clip ist wirklich gut. Der Clip war wirklich gut. Ich hab's auch voll oft übrigens, by the way, einfach so random Situation, irgendwas mit 1 oder 1,8 kommt und dann habe ich sofort den Jesus-Clip im Kopf und sag dann so, 1,8,7. Ja. Und ich geb dir die Schuld und cool Story, Bro, ich weiß. Der Nachbar von oben wird 1,8,7. Pisst der dahin, Digga? Von oben wird 1,8,7. Der pisst da einfach straight up hin, Bro. Ich war noch nie auf den Vasen oder auf den Wiesen. Ich war noch nie irgendwo. Jetzt weiß ich warum, Bruder. Und es juckt halt keinen. Hä? Hä? Der Typ latscht einfach da durch. Warum juckt das keinen? Hä? Oh nein, Digga. Die landet halt einfach in der Pisse, Bruder. Lass mal direkt zerkauen, ne? Oh ja. Ich hätte jetzt auch gerne einen Konk, auf dem ich rumkauen könnte. Warte. Ich glaube, ich hab's echt falsch verstanden. Das hat sich nur so ähnlich angehört, glaube ich. Lass mal direkt zerkauen, ne? Oh ja. Ich hätte jetzt auch gerne einen Konk, auf dem ich rumkauen könnte. Weiter geht's. Der letzte Clip war ehrlich gesagt ein bisschen zu viel für mich. Ich kiff jetzt seit 9 Jahren ungefähr nicht mehr. 9 Jahre, 10 Jahre. Und natürlich habe ich danach dann auch nie wieder probiert, Marihuana zu erwerben. Meine Kollegen, die vorbeikommen, wissen, dass ich in 90% der Fälle immer ein bisschen odd für die hier liegen habe, weil ich einfach ein guter Gastgeber bin. Ich habe auch immer ein kaltes Bier im Kühlschrank. Geht kurz raus, Freunde, ja? Geht kurz raus. Was passiert? Digga, wer filmt denn auch immer mit dem Toaster, Mann? Ach, das ist ein Zaun, Digga. Huch. Aber warum sieht er den Zaun da nicht? Ist er dumm? Ihr müsst den Zaun. Okay, er schaut jetzt erst nach rechts, aber jetzt müsst ihr den Zaun der spätestens sehen, oder nicht? Jetzt müsst ihr den Zaun spätestens sehen, Bruder. Ich komm nicht klar. Hallo! Hallo, gibt's ja auch Gewinne. Wenn wir jetzt noch ein Format machen sollen mit nicht erschrecken, keine Ahnung, lass es mich in den Kommentaren wissen. Aber hier heißt es nicht lachen. Luca, das geht auch an dich. Was ist daran nicht lachen? Kuss geht raus an Monte. Sehr guter Gastgeber. Wie man sehen kann, befinde ich mich natürlich hier wieder in Buxtehude. Natürlich. You just have to take a risk. Damn! Gravity a bitch. Das. Was ist das, Digga? Was? Was? Hä? Wie ist das physikalisch möglich? Hä, aber Real Talk, wie schafft die Katze es? Jetzt Real Talk, wie schafft die Katze es? Die muss sich ja mit ihren Vorderpfoten so krass nach oben strecken dann. Holy shit, wie elegant sieht das denn aus, Mann? Huch. Huch. Okay, da aber Real Talk selber schuld. Bei sowas, okay, kann man vielleicht nicht beeinflussen, aber da selber schuld einfach. Achtung, das ist schon ein Überfall! Das ist schon ein Überfall! Give me the money raus from the Kasse! Give me the money schnell raus from the Kasse! Was hab ich denn da gerade eigentlich? Okay, der Endscope-Clip war gut am Ende.
Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich hätte es schon wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. An der Stelle bin ich wirklich komplett raus. Falls ihr mal Sascha ist wirklich komplett raus. Dann lasst mich auf gar keinen Fall in den Kommentaren wissen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr wirklich an der Stelle auf kostenfreier Lernbasis einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr den Kanal nicht abonniert, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder. Huch. Da stimmt was nicht. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr jetzt gerne an der Stelle einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lernbasis ein Abonnement für diesen Kanal da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Stopp. 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 Heute nur 24. Warte, was stand am Ende? Wenn dein Bro bei einem Dreier aus Versehen. Aber die Reaktion von Unge war echt gut auf dieses Tanzverbot-Video. Gut, Freunde, das war das neue Video von Sascha. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst ihr mir gerne auch noch oben da. Checkt das originale Video ab, ganz oben in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.